Einen wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zu diesem Vlog, whatsoever, zu dieser Laberrunde hier. Nach meiner dreiwöchigen Pause, nach der Sommerpause, die ironischerweise nicht mal während meiner Urlaubszeit stattgefunden hat, weil Urlaub habe ich jetzt erst, aber es war halt eine dreiwöchige Videopause, einfach weil Baum. und ich dachte, ich starte erstmal ganz simpel mit dem Vlog, was auch damit zu tun hat, dass wir momentan ein bisschen Stress will ich es nicht nennen, aber in den Vorbereitungen stecken zur Gamescom und zu den Besuchen, die vorher anstehen, weil wir fahren ja direkt, ich und meine Freundin und auch andere Leute sind Donnerstag und Freitag auf der Gamescom vertreten. Das Infovideo zu dem Treffen am Freitag ist ja schon hochgeladen worden, während meiner Pause noch. Jedenfalls fahren wir schon am Montag los und besuchen noch jemanden, bei dem wir den Dienstag verbringen und Mittwoch zusammen mit dieser Person zu jemand anderem fahren, wo wir den Mittwochabend verbringen und gemeinsam Donnerstag im Grüppchen zur Gamescom zu fahren. Wie dem auch sei, hier will ich nicht zu viel drüber zu erzählen. Jedenfalls sind wir da natürlich jetzt schon dabei, hier ein bisschen die Wohnung klar Schiff zu machen, weil wir direkt nach der Gamescom hier Besuch kriegen und Sachen zusammen zu suchen, Akkus aufzuladen, Wäsche zu waschen, was man so alles macht. Ich habe vorhin damit verbracht, das Auto auszusaugen und die Stoßstange von Ungeziefer die Stoßstange von Ungeziefer zu befreien. Befreien ist das Wort. Wie dem auch sei. Ansonsten habe ich mir gar keine Notizen gemacht und wahrscheinlich könnte dieser Vlog ein bisschen kürzer ausfallen, denn es gibt keine großartigen Infos. Das habe ich die drei Wochen gemacht. Ich habe gezockt natürlich, regelmäßig sonntags World of Warcraft, was ich immer noch spiele, weil wir da jetzt irgendwie einen relativ aktiven Raid haben. Ich habe GTA 5 für die PS4 verkauft, um es mir auf dem PC nochmal zu kaufen, genauso wie das gleiche mit Far Cry 4. Also aktuell spiele ich gerade irgendwie so Batman Arkham Knight auf dem PC, spiele GTA 5 auf dem PC und Far Cry 4, das sind so die aktuellen, die ich jetzt spiele. Kürzlich habe ich wieder Crysis 3 angefangen, weil ich mir nämlich ein teures Gadget für meinen PC gegönnt habe. Also die Leute von euch, die nicht PC-affin sind oder gar keine Ahnung davon haben, können jetzt weghören. Alle anderen wissen vielleicht, dass ich ein i7 4770K hatte oder habe mit 16 GB Arbeitsspeicher und hatte eine GTX 760, weil ich daran damals vor 2 Jahren gespart habe. Naja, die ist nun geflogen, also die ist jetzt im Karton und verweilt verharrte Dinge, die da kommen mögen. Wahrscheinlich landet sie bei meiner Freundin im Rechner. Jedenfalls habe ich mir die Gainward 970 Phantom geholt und natürlich, sobald die drin ist und Treiber installiert sind und so weiter und Windows 10 installiert wurde, war es natürlich an der Reihe, mal Spiele zu testen, die ich früher noch nicht voll ausfahren konnte. So Rise, Son of Rome läuft jetzt natürlich vollflüssig, nicht in 4K, aber in Full HD läuft es flüssig mit allen Details. GTA 5 läuft auf allen Details flüssig und sieht verdammt übel geil aus. Crysis 3 läuft natürlich jetzt komplett flüssig mit allen Details und Far Cry 4 sowieso ist ja eher so eine Konsolenportierung, da ist ja jetzt nicht so ganz extrem viel an Grafik rauszuholen. Ist jedenfalls kein Spiel, wo man sagen würde, dafür bräuchte man die 970. Aber damit habe ich dann jetzt hoffentlich so 2 bis 2,5, 3 Jahre Ruhe mit der Grafikkarte. Gerade weil jetzt die aktuelle Konsolengeneration halt draußen ist und bis die erstmal voll ausgereizt ist und die Portierung für den PC voll ausgereizt auch erscheinen, wird die erstmal ausreichen. Das war auch soweit schon fast alles, was ich so in der Zeit gemacht habe. Natürlich arbeiten. Ich hatte irgendwie gefühlt 3 Wochen lang Frühschicht, glaube ich, weil ich Urlaubsvertretung für einen anderen Schichtleiter gemacht habe. Und ich habe eine Videoidee gehabt. Es gibt ja so viele YouTuber, die machen mal so einen Tag mit, also wo einfach mal jemand begleitet wird. Nun habe ich natürlich niemanden, der bei mir die Kameraführung übernehmen kann, aber ich habe überlegt, einfach mal so einen Tagesablauf von mir, so wie ist das so mit Zocken und mit Video machen und ein kompletter Blick hinter die Kulissen inklusive Firmenbesuch. Da würde ich gerne mal eure Meinung hören, ob ihr Bock hättet auf so ein Video, ob ihr das euch anschauen würdet. Was allerdings aktuell noch einen Haken hat, nämlich, dass ich in der Firma erstmal erfragen muss, ob ich filmen darf und muss mir natürlich auch schriftlich mit Unterschrift die Genehmigung holen, dass ich diese Aufnahmen dann in einem Video verwenden darf.
Ich glaube jetzt nicht, dass es so fürchterlich schlimm wäre, weil sehr viele Leute kommen, um die Firma zu besichtigen und wir selbst ein Video schon im Internet hatten auf der Seite und so. Aber muss man ja mal geklärt haben. Und bevor ich das kläre, wäre vielleicht ganz interessant zu wissen aus eurer Sicht, was haltet ihr von so einem Video? Hättet ihr mal Bock drauf? Auch so, ja, unterschiedliche Schichten, vielleicht auch wann, wie, die Fahrt dahin und ach, keine Ahnung. Vor dem Intro habe ich natürlich von einer Einschränkung gesprochen, mit dem ich bin wieder da und mache wieder Videos. Nämlich, da ich schon angekündigt habe, Gamescom besuche, bin ich natürlich, ich weiß gar nicht, dieses Video wird jetzt vielleicht Sonntag online kommen oder vielleicht sogar am Montag, wenn ich schon unterwegs bin. Also könnt ihr davon ausgehen, dass ich die Woche über natürlich nicht, ja, dass ich die Woche über zu Hause bin, nicht zu Hause bin. Und dementsprechend ist es schwierig, es sich gestaltet, Videos zu schneiden. Möglicherweise nehme ich dann mal wieder so einen kurzen Vlog, wie letztes Jahr, dieses Broadcast Yourself mit dem Handy von der Gamescom auf, um ein paar Gesichter einzufangen und da das direkt vom Handy hoch. Das kann durchaus passieren, aber ansonsten wird wahrscheinlich dann erst nächste Woche, wird erst nächste Woche nach der Gamescom mit regulären Videos weitergehen und wahrscheinlich wieder so ein zu Besuch bei dem, natürlich ein Gamescom-Video, auch wenn das für viele jedes Jahr das gleiche ist. Es ist aber nur einmal im Jahr, dementsprechend werde ich da diverse Aufnahmen machen. Ich bin ja quasi jetzt dreifach Kamera gewappnet, weil ich werde meine Action-Cam nehmen für Aufnahmen, wo ich keine Tonspur brauche, meinen normalen Camcorder, wo ich mir einen stärkeren Akku geleistet habe, um ja, die kommt das Community-Treffen zum Beispiel aufzuzeichnen, mit ein paar Leuten dazu quatschen, das aufzunehmen. Und mit meinem Handy kann ich auch einiges machen und Fotos und wie dem auch sei. Ja, und ansonsten habe ich jetzt schon, glaube ich, zweimal auf Facebook gefragt und kriege jedes Mal als Antwort, welche Videos hättet ihr Bock drauf? Nubis Pro-Tipps. Ja, ich weiß, die kamen sehr gut an, die zwei Videos, die es bisher gibt. Oder gab. Ich muss sagen, ich bin da aktuell sehr unkreativ. Ich bin momentan auch noch nicht so fürchterlich motiviert aufzunehmen, weil es heißt ja, man soll aufnehmen, worauf man Bock hat. Und man soll auch nicht auf die Aufrufe achten und bla bla bla. Aber wenn man macht, worauf man Bock hat und das keine Aufrufe hat, na, es hat immer Aufrufe. Ich habe einen festen Stamm. Also einen festen Stamm erstmal von 10 Leuten ungefähr, die regelmäßig kommentieren, auch im Nerdiversum oder meinem Crash Bandicoot Let's Play. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und so die üblichen Verdächtigen, die dann auch bei meinem Hauptkanal kommentieren und auch immer eigentlich mindestens 50 bis 70 Aufrufe pro Video. Kann man eigentlich nicht meckern oder muss man nicht meckern? Tue ich im Prinzip aber trotzdem. Oder lieber auch nicht. Wie dem auch sei, ich erläutere das jetzt nicht. Also ich habe ja knapp 400 Abonnenten und wenn die Videos nicht mal 100 Aufrufe schaffen, wäre es vielleicht mal interessant, euch Zuschauer, also die, die jetzt zumindest in diesen Vlog gucken, zu fragen, welche Videos ihr denn am liebsten schaut. Wahrscheinlich kommen dann sowieso wieder völlig unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen halt, ja, ich gucke am liebsten die Vlogs, die anderen gucken gern Retro, die anderen gucken gern aktuellen Kram. Vielleicht sind welche da draußen, die es einfach toll finden, mein Fragen- und Antworten-Format zu gucken. Man weiß es nicht, wollte ich übrigens auch mal beigehen. Könnt ihr mal, guckt auf den Kanal oder schreibt hier unter dieses Video Fragen, die ich dann auch beantworten könnte, falls ihr da Bock drauf habt, wie dem auch sei. Ist nicht so schlimm, ansonsten hatte ich da ja schon Fragen drunter. Ja, und ansonsten, ich habe vor, wenn sich das irgendwie einrichten lässt, demnächst mal mehr Videos von PC-Gameplay zu machen. Also halt da, wo ich meine Hauptzeit dran verbringe, was ja gerade jetzt mit der neuen Grafikkarte sehr gut gehen sollte. Und spätestens, was haben wir jetzt, August, September, Oktober, November, naja. Spätestens im November, wenn ich mir den Steam-Link gekauft habe, wird es vermehrt PC-Videos geben, weil aus einem Grund, privaten Grund, den ich jetzt nicht groß nennen möchte, nehme ich halt jetzt aktuell fast gar nicht mehr PC auf. Deswegen auch ist auch das Steam-Alphabet eingeschlafen. Aber wenn ich einen Steam-Link habe, kann ich den hier in dieser Ecke aufbauen und kann auf dem Fernseher, den ihr jetzt nicht seht, ja, die PC-Spiele zocken, weil an dem Steam-Link, da kann man Controller anschließen, da kann man Tastatur und Maus anschließen, also richtig so PC-Feeling hier in die Ecke holen und da werden halt die Spiele vom PC gestreamt und das ist nur maßgeblich die Leistung vom PC interessant, nicht von der Steam-Box, also von der Steam, vom Steam-Link. Steam-Link ist keine Steam-Box, weil Steam-Box ist ja quasi eigenständiger PC, so in Konsolenformat, aber Steam-Link ist einfach nur ein PlayStation-TV für den PC. Und das heißt zwar Steam Link, aber es soll mit nahezu allen Spielen funktionieren, weil man ja auch Steam-fremde Spiele in Steam verlinken kann und die dann darüber starten und dann auch mit einem Steam Link und wird man alles sehen, wenn es denn mal ankommt. Ich habe vergeigt, es vorzubestellen, weil wenn ich vorbestellt hätte, hätte ich es im Oktober schon bekommen,
was trotzdem noch 2 Monate hin ist oder 3 Monate fast. So kommt es dann halt im November. Aber so habe ich dann auch Zeit, das wirklich dann zu bestellen, wenn ich das Geld über habe. Ja, und ansonsten, ja, wie gesagt, bin ich auf Windows 10 umgestiegen. Durch die Xbox-App hat man, übrigens, man alle, die es da draußen nicht wissen, über die Xbox-App, die sich, glaube ich, automatisch mit installiert hat, kann man in Windows 10 integriert Gameplay-Material aufnehmen. Also da braucht man keinen Fraps mehr, kein OBS mehr, keine Ahnung, wie die Programme alle heißen, sondern da ist eine kostengünstige Lösung schon in Windows 10 integriert. Und Windows 10 Upgrade kostet ja nichts, also sollten manche Leute, die auf dem PC aufnehmen, da mal drüber nachdenken. Lässt sich über ein einfaches Tastenkürzel aufnehmen. Die Qualität lässt sich ein bisschen raufschrauben. Einzige Manko, das ich bis jetzt an dieser App speziell herausgefunden habe, ist, dass man den Ordner nicht festlegen kann. Und wenn man so wie ich eine ganz kleine, relativ kleine SSD hat, also die als Startfestplatte, dann sind natürlich Videoaufnahmen belegen natürlich sehr schnell den Platz. Aber so, wenn man so 10 GB frei hat und immer mal so ein Video aufnimmt, das gleich rüberschiebt auf die nächste Platte, ist das schon eine sehr kostengünstige Variante. Ja, so viel dazu. Jetzt kann ich noch mal ganz kurz brainstormen, ob ich noch irgendwas groß erwähnen wollte. Ich glaube nämlich nicht. Eigentlich wollte ich mich jetzt einfach zurückmelden, dass es jetzt weitergeht. Also das ist jetzt die Ankündigung dafür, dass die Videopause vorbei ist. Es aber eigentlich wirklich erst nach der Gamescom weitergehen kann, weil ich keinen Hightech-Laptop habe, mit dem ich nach der Gamescom abends bei wem auch immer ich bin, da oder im Hotel, Videos schneiden kann. Dementsprechend nimmt das hier erstmal als Lebenszeichen, als Ankündigung, dass die Sommer-Videopause, die nicht mal Urlaub war, beendet ist. Es aber erst nach der Gamescom wieder Videos geben wird. Und dann könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung kloppen, wenn ihr da Bock drauf habt, auf welche Art Videos ihr euch freuen würdet. Ich weiß, manche möchten tatsächlich mal leben, dass ich so eine Art Review mache. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwann hinkriege, ob ich mich dafür als geeignet sehe, halte ich jetzt mal, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich will nichts ausschließen, aber vielleicht demnächst mal PC-Videos. Dadurch wäre es auch mehr aktueller Content oder spezielle Spiele, weil so konsolentechnisch ist ja sehr viel alter Kram. Ja, wie dem auch sei. Ist jetzt das zweite Mal, wie dem auch sei, oder das dritte Mal? Keine Ahnung. Das war es eigentlich soweit schon mit meinen Informationen, die ich weitergeben wollte. Wahrscheinlich, wenn ich mir notiert hätte, was ich so alles erzählen wollte, wäre da ein bisschen mehr bei rumgekommen, aber ich habe tatsächlich in den 3 Wochen nicht viel erlebt, weil ich halt auch arbeiten war. Und dadurch, dass ich viele Frühschichten hatte, war ich nachmittags recht kaputt und da hätte ich erst recht irgendwie nicht viel gemacht, jetzt zocke ich auch nicht viel. Aber wie gesagt, neue Grafikkarte, Rechner rennt wie ein Tier. Sieht alles extrem geil aus. Ja, so viel dazu. Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit, fürs Zugucken, Zuhören, wie auch immer. Relativ kurz gehaltener Vlog mit einer Handvoll Informationen. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oder mache ich das nochmal hier? Tschüss. Oder so.